In diesem Video soll es jetzt nochmal grafisch um die Approximation der Binomialverteilung durch die Normalverteilung gehen. Und dabei werden wir uns unterschiedliche Zusammensetzungen der Parameter angucken. Wir haben jetzt hier ein a, zum Beispiel ein relativ kleines n gegenüber den n's bei b und c. Da haben wir 50 und 100, hier haben wir erstmal nur 10. Und wir haben ein pi, was mit 0,8 eher eine Tendenz hat, nach rechts auf der x-Achse den Erwartungswert zu verschieben. Was meine ich damit? Also 10 mal 0,8 ist ja 8 als Erwartungswert μ und als Sigma bekommen wir ein 1,2649 raus. Das heißt, die 0,8 ist eher von der 0,5 verschieden, also es ist eher weiter weg von der 0,5 und somit haben wir eine Verschiebung, eher so eine Rechtslastigkeit auf der x-Achse, würde ich es mal bezeichnen. Naja, und jetzt gucken wir uns mal eine Binomialverteilung an, die durch eine Normalverteilung dieser Parameter hier approximiert wird. Also hier oben Parameter der Binomialverteilung, hier unten Parameter der Normalverteilung. Das Ganze sieht dann so aus. Gar nicht schlecht eigentlich. Also man hat jetzt hier die Rechtecke der Binomialverteilung. Du weißt, Binomialverteilung kann immer nur ganzzahlige Werte annehmen. In diesem Fall hier zwischen 0 und 10. Die Werte also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die sieht man jetzt hier auf der x-Achse, diese 0,5 Stellen kannst du dir wegdenken, also die Rechtecke stehen immer auf den ganzzahligen Werten hier, ne, und so weiter. Okay, jetzt würde man aber mal schauen, sagen, naja, was gibt es denn hier für Rechtecke? Die 10 sehe ich, die 9, die 8, die 7, die 6, die 5, die 4 und was ist dann hier links? Naja, da sind die Wahrscheinlichkeiten so gering von der Binomialverteilung, dass dort kein Rechteck halt sich ergeben hat. Also da würde man das nicht sehen, das ist annähernd 0. Naja, und deswegen ist es so ein bisschen nach rechts hier verschoben und wir sehen auch, dass bei 8, bei dem Erwartungswert 8, den man ja ausrechnen kann durch n mal pi, da ist das Rechteck am höchsten. Aber links und rechts sind die Rechtecke jeweils immer unterschiedlich groß. Das heißt, das fällt nicht so richtig schön symmetrisch ab. Und das führt dann dazu, dass so eine symmetrische Normalverteilung, so wie es dieser rote Graph hier ist, mit den Parametern μ und Sigma, dass das dann eben ja von der Approximation her doch noch ein bisschen lückenhaft ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier also mir bei 7 diesen Funktionswert hier angucke von der Normalverteilung, dann ist hier die Diskrepanz zwischen diesem Funktionswert und der Höhe dieses Rechtecks doch schon ganz schön groß. Und hier ist der Funktionswert für die 8 von der Normalverteilung, also in der Diskrepanz hier mit der Höhe des Rechtecks auch relativ groß. Das heißt, wir haben hier starke Abweichungen noch zwischen der Normalverteilung und der Binomialverteilung. Das muss man einfach so ganz klar so sagen. Die Approximation ist okay, ne, aber eben nicht besonders gut. Und das kann man jetzt verbessern, indem man n erhöht und indem vielleicht pi auch eher Richtung 0,5 ist. Was nicht unbedingt sein muss, alleine das Erhöhen des n's würde schon besser machen. Aber ich habe mich jetzt hier einfach für diese drei Fälle entschieden, die einfach beide Seiten, also das n und das pi, entsprechend zeigen. Und n, wenn n größer ist, wird es besser, die Approximation. Und wenn pi näher bei 0,5 ist, wird es auch besser. Hier ist es jetzt so, 50 mal 0,6 sind 30. Und 30 mal 0,4 und die Wurzel daraus sind Sigma gleich 3,4641 ungefähr. Das heißt, wir können jetzt wieder hier zu einer Binomialverteilung, die sich hier aus so Rechtecken ergibt. Und man sieht auch hier wieder, die Rechtecke, das Rechteck bei der 30 beim Erwartungswert ist am höchsten. Und links und rechts, die sind nicht gleich hoch. Das ist so ein bisschen schief, so ein bisschen ja rechtslastig, weil die 0,6 eben dazu führt, dass die Wahrscheinlichkeiten nach rechts immer jeweils ein bisschen größer sind als links. Aber es ist schon deutlich besser geworden und wir sehen auch, durch das hohe n sind die Rechtecke insgesamt ja deutlich kleiner geworden. Das heißt, wir können also durch diesen Graphen hier, das ist dasselbe Prinzip wie das, wenn du dich erinnerst, bei der Ober- und Untersumme bei der Integralrechnung. Die Rechtecke werden kleiner und deswegen kann man sie insgesamt durch so einen Graphen hier besser beschreiben. Ja, das passiert hier und die Lücken zwischen Graph und Rechtecken sind deutlich kleiner als hier links noch. Das heißt, die Approximation ist mittlerweile echt gut und besser geworden als zu diesem ersten Szenario in A. Naja, und du kannst dir schon vorstellen, in C haben wir jetzt n nochmal erhöht und pi ist nochmal näher bei 0,5. Es ergeben sich diese Parameter durch Rechnen und wir haben hier schon eine sehr, sehr saubere Approximation der Normalverteilung für die Binomialverteilung. Und das hat Vorteile, wenn du dich jetzt fragst, naja, wo ist denn eigentlich der Vorteil? Ich kann doch mit der Binomialverteilung exakt Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Ja, das kannst du machen, aber du erreichst mit der Binomialverteilung zum Beispiel keine Zwischenwerte. Und das ist ja auch alles okay. Wenn man jetzt aus einer Urne zieht mit, sagen wir mal, 50 roten Bällen, in diesem Fall wären es, sagen wir mal, 100 insgesamte Bälle, 50 davon sind rot und ich ziehe da jetzt mit zurücklegen, ziehe ich da jetzt, nee, in diesem Fall wären es,
In diesem Fall wäre es ja scheißegal, wie viele Bälle da drin sind, aber ich ziehe 100 Mal und wie groß ist meine, wie viele rote Bälle ziehe ich raus, wenn die Erfolgsquote bei einer Ziehung 50% ist? Das ist ja hier die Frage. Und da ist es natürlich so, ich kann halt nicht 45,6 Bälle ziehen, sondern ich ziehe entweder 45 oder 46 Bälle oder irgendeine andere ganzzahlige Zahl. So, und manchmal ist es aber zum Beispiel in der Natur einfach wichtig, dass ich die Zwischenwerte erreiche, wenn es zum Beispiel um Längen von Kartoffeln geht, um Gewicht von Äpfeln, um, weiß ich nicht, die Anzahl von Chloroplasten in einem Blatt oder die exakte Zeit, die die Sonne an diesem Tag geschienen hat. Ne? Die scheint ja nicht exakt 12 Stunden, so, sondern die scheint 11, und dann geht's los, in die Minuten, in die Sekunden, in die Millisekunden und so weiter geht's dann rein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Sonne exakt 12 Stunden scheint, ist null. Und da erkennt man nochmal, warum auch das bei der Normalverteilung so ist. Es muss sich immer eine Fläche ergeben. Ne? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Sonne morgen zwischen 6 Stunden und 8 Stunden scheint? Die Wahrscheinlichkeit kann man dann über so eine Fläche berechnen. Okay, aber du siehst schon eben, dass eben so eine Normalverteilung Vorteile hat. Man kann die Werte zwischen den ganzzahligen Zahlen erreichen. Man kann über Flächen sehr schnell integrieren und somit Wahrscheinlichkeiten berechnen, ohne Rechteckhöhen addieren zu müssen. All das hat wahnsinnige Vorteile und das zeige ich dir jetzt in der Übung 3, wenn wir konkret rechnen.